Hallo ihr Homos und willkommen im schönsten Keller von ganz Osttirol. Und endlich willkommen zum nächsten Unboxing von der Metalhead Box April 2020. Es hat extrem lange gedauert, bis die angekommen ist, also gefühlt die 2 Monate. Es sind sogar 2 Monate, wenn ich darüber nachdenke, bis die Metalhead Box die neu angekommen ist. Unter anderem hat das Gründe, sie haben sie mal später verschickt und dann hat es extrem lange gebraucht, bis es bei mir angekommen ist. Alles wegen Coronavirus. Clickbait Coronavirus. Hashtag Coronavirus. Aber jetzt ist sie da und darum machen wir sie auch sofort auf und schauen, was in dem schönen Päckchen drin ist. So, und jetzt merke ich, ich habe kein Messer. Schon noch blöd. Messer habe ich leider keins, also muss der Schlüssel hinlangen oder herheben. Also machen wir es auf. Tada! Oh! Es ist, glaube ich, noch gut, dass ich. Weil, schauen wir mal. Ich glaube gut, dass ich es nicht mit dem Messer aufgemacht habe, weil sonst hätte ich den Badge, der oben drauf liegt, verschnitten. So! Und, meine lieben Damen und Herren, meine lieben Kinderli, wir haben hier schon mal ein Highlight. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, weil laserlich ist es nicht wirklich, aber es ist ein Immortal Badge mit dem alten Immortal Logo drauf. Wunderbar! Der kommt natürlich direkt wieder an meine Wand. Schön. Gut, was haben wir dann? Dann kommt schon das T-Shirt. Und auch hier wieder, es war letzten Monat schon so super gewesen, oder vor 2 Monaten so super gewesen, ein schwarz-weißes T-Shirt. Da haben wir auch wieder eins. Das mal Hellripper. Hellripper! Hellripper! Hellripper sind eine schottische Band oder eine irische Band, auf jeden Fall irgendwo dort oben. Und die spielen so einen wunderbaren, trashigen Black Metal. Also wer auf Venom steht, wer auf die alte Metallica steht, der wird hier bedient. Also nicht, dass jetzt Metallica trashiger Black Metal spielt oder so. Nein, Hellripper spielt trashiger Black Metal. Schön. Das T-Shirt schaut auch ganz gut aus. Ja, toll. Und dann haben wir schon die CDs. Das Todspferd oder Dödspferd. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Todspferd oder Dödspferd. Das ist so ein durchgestrichener O. Es ist eine griechische Band. Auf diese Band bin ich vor ein paar Wochen zufällig gekommen, als ich mal im Internet nebst Pornhub mal bei Metal Archiv rumgesurft bin. Die spielen so einen schönen, melancholischen, ganz gemütlichen Black Metal. Also das geht genau in meine Schienen rein. Ja, wunderbar. Einmal Todspferd mit dem Album Diseased Remains of a Dying World. Wunderbar. Und dann haben wir die zweite CD von, weiß nicht, aber sie sieht wunderbar aus. Die ist von War Demonic. Acts of Repentance. Gut, kann ich nicht. Aber die sind beide vom gleichen Label. Schön. Beide von dem Transcending Obscurity Label. Wunderbar. Und dann gehe ich mal davon aus, dass auch War Demonic etwa in die Richtung von Tod oder Todspferd geht. Gefällt mir gut. Schön. Da lassen wir mal rein. Und dann kommt eine DVD mit einem wunderbaren Film. Und zwar handelt es sich um Heavy Trip. Heavy Trip, den habe ich leider schon. Ich habe ihn schon gesehen und ich habe ihn auf Blu-ray gekauft. Falls ihr mein Video gesehen habt, wo ich ein paar Filme, die im Metal- und Rock-Genre spielen, vorgestellt habe, dann kommt auch der vor. Jetzt habe ich ihn halt nur mal. Schön. Vor allem habe ich ihn jetzt auf Finnisch mit englischen Untertiteln. Gut. Jetzt muss ich mir ihn halt nur auf Finnisch geben. Nein, auf jeden Fall, es ist ein sehr lustiger Roadtrip. Ja, da könnt ihr euch gerne mal anschauen. Meine Empfehlung habt ihr. Und dann haben wir einen Kleber, wahrscheinlich vom Heavy Trip Film. Oder, ja, ein blonden. Ich weiß nicht, ob das der Dad darstellen soll. Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich eher einer von diesen Grumpflis. Nein. Ja, es sieht eher lustig als böse aus. Aber wie so oft im Black-Metal-Bereich ist die Grenze sehr schwimmend.
Und als letztes haben wir schon die Autogrammkarte vom Flo Munier. Drums von Cryptasy und Ultimas. Mhm. Schön. Gekennzeichnet Flo. Ja, das wär's schon gewesen von der Metalheadbox April 2020, beziehungsweise von der März Metalheadbox, weil sie ist ja im März schon abgeschickt worden und es beinhaltet auch das Zeug vom März. Aber es ist jetzt Ende April und ich habe sie erst gekriegt und darum nenne ich sie einfach mal April Metalheadbox. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao zusammen.